Die Zukunft der Branche gestalten. Unter diesen Worten steht das Nachwuchsparlament des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Das Nachwuchsparlament ist ein gemeinsames Forum für Auszubildende, Studierende, VolontärInnen, PraktikantInnen und Young Professionals der Buch- und Medienbranche. Es findet einmal jährlich statt. Innerhalb dieser zweitägigen Fortbildung diskutiert der Nachwuchs Fachthemen, nimmt an Workshops teil und spricht zu aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Netzwerken mit anderen Nachwuchskräften sowie mit bereits erfahrenen BranchenexpertInnen. Das Nachwuchsparlament ist dank zahlreicher Sponsoren eine für den Nachwuchs kostenfreie Veranstaltung. Es werden An- und Abreise, Übernachtung sowie alle Kosten für das Programm übernommen. Insgesamt 75 Nachwuchskräften wird somit eine Teilnahme am Nachwuchsparlament ermöglicht. Die TeilnehmerInnen bewerben sich im Vorhinein mit einem selbstverfassten Essay zu einem vorgegebenen Thema auf einen der Plätze. Ziel des Nachwuchsparlaments ist das aktive Gestalten der Buch- und Medienbranche durch den Nachwuchs sowie das Erstellen von Handlungsempfehlungen. Diese Handlungsempfehlungen werden von den NachwuchssprecherInnen auf der Hauptversammlung des Börsenvereins präsentiert. Dem Nachwuchs wird mithilfe des Nachwuchsparlaments eine bedeutende Stimme verliehen, denn sie nehmen Einfluss auf die politische, wirtschaftliche und kulturelle Ausrichtung des Verbandes. Die jungen Nachwuchskräfte erhalten interessante Einblicke und kehren mit neuen Ideen, Kontakten sowie Wissen zurück und stärken mit ihren Eindrücken das gesamte Unternehmen. Das Nachwuchsparlament ist eine Bereicherung für den Nachwuchs, aber ganz vor allem auch für die gesamte Buch- und Medienbranche. Denn das Nachwuchsparlament ist und bleibt ein wichtiger Impulsgeber für die erfolgreiche Zukunft unserer Branche. Sie möchten mehr über das Nachwuchsparlament erfahren? Dann melden Sie sich jederzeit bei Laura Herd. Als Referentin für Berufsbildung beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels beantwortet sie Ihnen gerne alle weiteren Fragen.